Also ich habe, glaube ich, ich habe den, glaube ich, schon mal angefangen zu schauen. Ich weiß nicht, das ist auch extra an der Stelle geschickt. Armin Akrim. Ja. Bruh. Tommy, hab schon direkt gesagt. Was heißt AMK? Warte. So ungefähr. Was denn? Also, ich kann das nicht aussprechen, so. Aber die Jungs aus meiner Klasse sagen das immer. Versuch mal auszusprechen. Armin Akrim oder so irgendwie sagen. Was seid ihr für Türken, Digga? Das ist ja völlig falsch. Was hörst du eigentlich? Ich höre so 187 und so. Mach mal einmal an. Ja, ich muss kurz suchen, ne? Ja, das 187, kurzlos 187. Also das. Ohne Scheiß, die ganzen Leute, die immer schreiben, yo, hör dir mal 187 an. So sehen die aus, wenn die das mal in den Chat schreiben. Was hörst du eigentlich? Ich höre so 187 und so. Mach mal einmal an. Ja, ich muss kurz suchen, ne? Ja, das 187, kurzlos 187. Ja, cool. Sing mal mit, komm. Do you know AMK? AMK? AMK. No. Armin Akrim. Aber weißt du? Ich weiß es einfach. Also man weiß das doch. Was heißt denn das? Das ist ein schlechtes Wort. Das sollten Kinder nicht sagen. Das ist eine Beleidigung auf Türkisch. Armin Akrim. Armin Akrim. Oh, aus Deutschland kommst du? Aus Deutschland. Sag nochmal. Das sieht man doch, wo der herkommt. Armin Akrim. Schrei mal ein bisschen. Armin Akrim. Noch ein lauter. Armin Akrim. Armin Akrim. Wie? Armin Akrim. Armin Akrim. Oder nicht? Doch. Ja. Ja. Was sagen wir nochmal ein bisschen? Armin Akrim. Ja, das ist wie Trimax. Warum lachst du? Das ist gut. Armin Akrim ist richtig. Armin Akrim. Boah, wo weißt du das? Kleine Türkin, Digga, wo weißt du das? Aus meiner Klasse. Sprech mal beide aus. Armin Akrim. Armin Akrim. Aber jetzt guck, wir machen jetzt Mission. Du sagst Armin und du sagst Koim. Armin Akrim. Armin Akrim. Armin Akrim. Das ist fresh, Digga. Was ist was? AMK. AMK, kenn ich nicht. Du weißt, wo AMG von Mercedes? Nee, ich kenn mich aus, nicht aus. Also, Junge. Ist nicht so. Nee, ich kenne mich alles nicht aus. Warte. Keine Ahnung. Ihr kommt aus Saarland, ne? Ja. Ja, in Saarland sagt man nicht Armin Akrim, da sagt man, oh, da sind die Sikkim auf den. Was? Versuch mal beide einmal auszusprechen, okay? Armin Akrim. Armin Akrim. Armin Akrim, ja, ihr. Union Deutschland, Spaß. AMK, it's a fashion mark brand, you know? This mark. Yeah. The sister mark of Uniqlo. Anka. Anka, ja. Mark. The brand mark, you know. Ah, ja, yeah, AMK. The symbol, yeah. Anka. No, nicht not Anka. Er denkt, wir sind auf dem Schiff. I'm knocking. To the camera. I'm knocking. Sag einmal in die Kamera. I'm knocking. Nö. I'm knocking. Armin Akrim! Ich will jetzt ja den 187-Typen sehen, Digga. Kommt der nochmal? Jawohl. Du 6er Mercedes. Alle Jungs müssen mehr. Der singt nicht. Digga, bitte tun's das nicht an. 6er Mercedes. Alle Jungs müssen mehr. Ein bisschen Sekt für die Mädels. Und auf 100 Leim wehen. Keine Gäste, keine Regeln. Lass uns Kohle verdienen. Hat er da hier so? Weil so lässt sich leben und niemals ohne mein Team. Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Platte komplett ist. Monika, Sarah, Berlin von Instagram auf meinen Guestlist. Reicht ehrlich jetzt. Okay. Und was heißt das? Holy shit, ist das unangenehm. Ey Jungs, du bist Deutscher, ne? Mhm. Er weiß es einfach, er weiß es einfach. Trimax, Digga, er ist es einfach. Er ist es einfach. Was hat er da eigentlich für einen Zettel? Gehe nie im Leben auf. Was war denn das für eine Gans? Kannst du mal ein bisschen lauter machen wie der Musik da hinten? Warum lachst du? Armin Akrim. Perfekt. Armin Akrim, das ist perfekt. Wir sind jetzt türkisch Unterricht, stellt euch so vor, ja? Ich bin euer Lehrer, ich heiße Murat. Sag mal, Merhaba Murat. Merhaba Murat. Merhaba Murat. Also ich komme jetzt in die Klasse, okay? Chillt mal da. Merhaba Murat. Merhaba Murat Günaydem oder so. Oh, guck mal, sieht besser zu. So, ich bringe euch jetzt eine Beleidigung bei, ja? Okay. Also nicht Beleidigung, das ist keine Beleidigung, das ist eher eine Begrüßung. Abinissikim, say it. Abinissikim? You're my friend, you know? Okay, darf ich Kamera wegschmeißen? Ja. Komm, okay. Hau rein. Was ist er denn? Okay, komm, wirf. Aber wirf nicht extra, Digga. Armin Akrim. Ehrlich? Ja. Wo er weißt ist du? Immer noch da. Weiß von einem Freund, weil er ist Türke. Ehrlich? Ja. Sagst du mal, die kam? Ja, kam. Definitiv nein.
wie auch die Caps kriegt, ne? Amonakion. Amka. Sag mal ein bisschen lauter, man hört nicht. Amonakion. Amonas, Sikerem. Sikerem, Götverem, Peach. Bester Mann, Digga. Ben Götverem. Digga. Wie er sich gefreut hat. Oh Mann. Ben Götverem. Ben Götverem. Ich hab, wie er sich gefreut hat. Komm mal kurz rein. AMG ist auf den so eine Sportversion von Mercedes. Und AMK ist eine Sportversion von BMW. Mhm. Also BMW M3 AMK. Ja, aber willst du wissen von mir? Genau. Kannst du einmal AMK sagen? AMK. Das war's, ne? Ja, Leute, wie ihr gesehen habt, das war mein Kollege Bernd. Schöne Grüße gehen raus an Bernd. Falls du das siehst, melde dich nochmal. Ich will vielleicht nochmal mit dir draußen chillen. Du bist Deutsch, ne? Nein, Pole. Ach, Pole, okay. Hey, mein Handy. Spaß. Guck mal jetzt, wie er Schattenbox macht. Er war bei Dings MMA, hat alle zerfetzt. Sag mal zu ihm. Nein. Ben Götverem. Der Schattenbox doch nicht. Sag nochmal. Ben Götverem. Amunakoyim. Hast du gehört? Ja. Amunakoyim. Ich würde sie jetzt schlagen, aber sie ist ein Mädchen. Junge, also das ist ja wohl schon echt nicht mehr schön. Dass er den so heftig verarscht. Der Arme. Holy shit. Der Arme, der hat sich bestimmt, ey, cool YouTube-Video und der wird so hops genommen. Auf allerunterster Schublade. Oh, Digga. Digga! Nein! Er war gut, ne? Er war krank, ne? Oh. Auf den, man hat ehrlich Angst vor dir. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Alter, okay. War echt kein schlechter Vorschlag fürs Video. Der tut mir ein bisschen leid. Der war halt, glaube ich, ist ja nicht schlimm, aber der war vielleicht nicht ganz auf der Höhe so und dann wurde er halt voll verarscht. Hab ich einen. Mädchen geguckt und sie hat mich erwischt. Ja. Ich meine, ich habe alles für ihn gemacht. Wallahi, Billah, ich habe alles für ihn gemacht. Ich habe alles in seinen Arsch gesteckt. Geld, Zeit, Liebe. Wallahi, alles. Es wird langsam wieder kühler, ne? Es ist so kalt. Ach, so heftig. Wenn Mädchen reden wie Ali, das ist echt schlimm. Leute, ne? Bruder, es ist kalt geworden. Ey, und Spaß, wenn die Leute gucken mich behindert an. Ja, ich will anders sein. Manche haben einfach einen Duschkasten auf dem Kopf. Ohne Spaß. Jo, Freunde, was geht heute zum neuen Video auf meinem Kanal? Ohne Spaß habe ich mein Gleichgewicht gerade verloren. Konnte ich mal richtig stehen. Könnt ihr jetzt schon am Titel? Bruh. Was bin ich gleich ein gebratenes Hähnchen? Mensch. Weißt du, ich an den ich checke, Nico? Wir haben noch gar kein Mikro drin. Wir haben noch ein Mikrofon. Hast du einen Kopfhörer drin? Was hörst du da? Nichts. Naja, ganz grundsätzlich, wir haben drei Kameras. Ja. Eine Kamera, zweite Kamera, da. Und eine oben. Du weißt, auf Vogelwände im Mund. Ja, Mann. Ja. So, Mädels, kommt mir mal ein Stückchen näher, weil ich will nicht schreien. Oder soll ich schreien? Ist schon okay. Lieber nicht, ne? Jetzt haben wir hier die nächste Kandidatin für mal den Koffer. Sie hatte wahrscheinlich Streit mit ihrem Freund und jetzt ist er heute der Ex. Deswegen ist sie rausgeworfen worden. Stimmt so, ja, ne? Natürlich. Hashtag nicht in Urlaub, ne? Genau, nee, auf keinen Fall. Urlaub ist überbewertet. Bruder, ist das ein Fernglas? Der Junge denkt, das ist ein Fernglas, ne? Tiss mal ganz kurz. Sag mal, Junge, ist das ein Fernglas? Junge, ist das ein Fernglas? Bruder, ich will nicht sagen, dass du gepusht, aber sie meinte irgendwas mit deiner Mutter. Was? Ja. So, stellt euch mal direkt vor. Wie? Mein Name nur, ne? Nein. Ich bin Lessing 15 und ja. Kommt da noch was, oder? Nein. Und du? Agnes. Ich bin Laurie und ich bin 16. Also ich bin die Charlotte. Charlotte? Ja. Und? Die Sophie. Die Sophie, das hätte ich mir nicht anders denken können. Charlotte und Sophie, wa? Mhm. Ja, ich heiße Kiros, Bro. Kiosk. Ja, was hat der eigentlich für eine Frise und was für eine Stirn? Kiros, Mann. Kiosk. Ich war eben noch Kiosk, Mann. Warte, mach mal neu, du flaggst mich so auf. Kamera runter und wieder hoch. So, stell dich mal direkt vor. Ich bin Seliha. Was soll ich denn weiter sagen, das reicht? Alter, auch. Vielleicht. Nee. Alter, nicht zu jung, ne? Make-up Nein. Macht älter, ne? Was bist du denn? Du meintest, du bist Schlangenmensch? Ja, ich bin der Schlangenmensch. Was passiert hier jetzt, bevor ich weiter drücke? Was passiert hier jetzt? Oh. Ja, Mann. Oh mein Gott. Amateur. Es war beides beidseitig. Beidseitig und bei dir? Er hat mich verlassen. Schluch. Ja, über Text. Oh, noch schlimmer. Über Text hat er dich verlassen. Es tut mir schon ein bisschen leid. Ja. Aber ehrlich, das hat gesessen, ne? Ja. Der hat ordentlich hier noch einen reingedrückt. Über Text, Digga. Scheiße, das ist einfach zu hart. Das ist zu hart. Das ist einfach zu hart. Ohne Scheiß, das ist einfach zu hart. Das ist immer schon das Witzigste am Video, einfach über Text. Überleg mal, du schreibst so einen Brief oder so mit, schick dann per Post, ja, übrigens, es passt einfach nicht. Einfach über Text.
Nee, es passt nicht. Oh Mann, Snapchat beste Erfindung. Ja, siehst du sogar, wenn es gelesen wurde und ob es gescreenshotet wurde. Im Gruppenchat. In der Familiengruppe. Holy shit, da habe ich jetzt aber ein ganz falsches Ziel. Einfach so auf dieses chillig, ich habe keinen Bock auf Beziehungen, schreibe über Chat. Scheiße. Sorry, das war's. Bist du bis heute noch betroffen? Nee, ich bin mit ihm befreundet. Er ist einfach ein bisschen dumm. Ist er noch mit seinem Ex befreundet? Logik? Okay, alles klar. Wie lange ist das denn her? Der über Message Schluss gemacht hat. Also die scheinen ja auch nicht ganz auf der Höhe zu sein. Zwei Jahre und dafür hast du gerade mit den Fingern gezählt. Warum ist es kaputt gegangen? Ja, weil er nicht... Guck mal, weil er das nicht schätzt. Ich meine, das hat er verloren, weißt du? Nicht. So was Besseres wird er nicht finden. Also bist du... Junge, da war die gerade besser, die per Text verlassen wurde. Ich bin selber gut überzeugt. Ich bin... richtig, muss man gar nicht pushen, so. Ich weiß, ich bin heftig, von daher. Du sagst, dass du heftig bist? Ich bin heftig. Ja, dann einmal kurze Aufnahme von ihr. Ich bin ein sehr gutes Mädchen. Ich meine, ich bin immer loyal. Ich meine, ich habe alles für ihn gemacht. Wallahi billah, ich habe alles für ihn gemacht. Ich habe alles in seinen Arsch gesteckt. Geld, Zeit, Liebe. Wallah, alles. Was hat er dir reingesteckt? Ausländische Wörter auch. Bruh. Warum? Sie sagt doch, sie ist gutes Mädchen. Warum denkst du an daran? Guck mal, ich bin ehrlich. Guck mal, wie frech sie schon ist, dass sie das Mikro zu sich zieht und so. Die gibt gar nicht, die Alte. Er war korrekt und so. Er war süß. Er hat Liebe gezeigt und so. Aber nach einer Zeit ist er einfach auch ein Psychopath geworden. So richtig eklig. Ein Psychopath. Ein Psychopath. Jetzt habe ich aber genug gehört. Du, das hat ja nur mit Psychopathen zu tun, ja? So richtig dreckig. Okay, jetzt hast du aber die Möglichkeit, weil du richtig Hass in dir hast, deinen Ex zu blamieren, vor der Kamera. Oh, ehrlich? Wallah? Wallah, das ist die Show. Ich weiß nicht, soll ich jetzt richtig auspacken? Soll ich auch seinen Namen sagen? Soll ich seinen Namen sagen? Wie du willst. Ich sag nicht Name. Bisschen Eil. Ich kann ihm oft genug eine reinwirken. Dann wirk ihn mal genau jetzt eine rein. Stell dir mal vor, die Kamera ist dein Ex-Freund. Ihr habt euch hier auf der Straße getroffen. Jetzt kannst du ihn dann reinwirken. Der Typ ist ein offenes Buch. Der, ich glaube, jeder, der ihn trifft, weiß automatisch alles Peinliche über ihn. Also erstmal frage ich mich, was die so frech ist mit der einen Augenbraue, die sie hat. Und was ist denn das, also so disst man doch nicht. Der hat über Text mit ihr Schluss gemacht und die sagt, ja, wenn man ihn einmal trifft, dann weiß man direkt alles über ihn. Das stimmt. Aber es war ein bisschen zu laut. Wer? Du bleibst hier. Ding, hab ich nicht mal geguckt. Bevor ich mich vergesse, so, was denn zum Beispiel? Ach Gott, was fällt denn dir spontan zu dem ein? Ach, ihr habt den Share Play. Über der PS4. Nein, ich kenn ihn auch. Das ist gemeinsame Freundesgruppe. Ah. Gemeinsam geshared. Du bist ein kleiner Sohn? Nee. Nicht du! Oh Gott, Schlaggang anziehen. Komm doch, wir können uns gerne. Komm, eins gegen eins, jetzt hier. Komm. Ich hab das Gefühl, die meint das ernst. Jetzt hier eins gegen eins, komm auf. Du bist ein kleiner Sohn? Ich hab dir alles gegeben. Ich hab dir Liebe gegeben, ich hab dir Zeit gegeben. Ich hab dir Geld gegeben, ich hab dir alles in deinen Arsch gesteckt. Nur weil ich nicht mit dir gepatscht hab oder sonst was, hast du Schluss gemacht. Was hat gepatscht? Was heißt das? Was heißt gepatscht? Ist das ein Synonym für gebumst? Bup. Bist du so eine Walla Billa? Weil ich ihm das nicht gegeben habe, weil ich meinte, nein, das will ich noch nicht und so, ich bin nicht bereit. Ja, nach 3 Monaten, da kann man aber auch schon mal die Beine spreizen. Er hat Schluss gemacht. Er sagt, okay, da hätte ich aber auch anders die Textnachricht geschrieben, Leute. Huch, da wäre kurz die Nachricht in die Gruppe gekommen. Schluss mal, er hat mich betrogen, so dieses, aber dann habe ich Schluss gemacht, weißt du? Aber wie eklig ist das? Sag mal bitte. Was soll ich dazu sagen? Ich halte es meinen Männern. Ihre Mann, Bruder. Was? Also kennt ihr diese. Boah, guck mal die Maybach an, ey. Kennt ihr diese Leute, die keinen Führerschein haben? Hoffentlich ist sie auch 14, du blamierst dich jetzt auch. Und dann nee, die ist 25, hat die gerade gesagt, Leon. Seine Dummheit führt halt auch zu anderen Dingen. Ich kann mir aber gerade... Mädels, ihr redet, als hättet ihr die Hieroglyphen erfunden. Alter, ich schwöre, ich hab's immer noch nicht verstanden, was sie meint. Ein offenes Buch, aber ich hab's immer noch nicht verstanden. Was denn zum Beispiel? Ey, Christian! Er wird, warte, weil jetzt? Man auch nur ansatzweise... Er kann nicht wirklich gut mit Dingen umgehen. Ja. Das heißt, wenn man ihm sagt... Ey, ich bin dir nicht verknallt. Du auch so. Ja, natürlich. Und dann. Perfektes Beispiel. So war das also anscheinend damals. Ich habe auch per Text Schluss gemacht. Wenn irgendjemand zu mir sagt, ey, ich bin in dich verknallt, dann wüsste ich aber gleich, huch, wie komme ich hier jetzt schleunigst raus aus der Situation? Landet er in einer Beziehung und merkt, dass. Da würde ich dann kurz mitspielen, nach Hause abzischen und da wird der Text schon mal geschrieben werden. Peter, oh, warte! Nein. Christian sagt irgendwas über Elefanten.
Du hast ja eine Freundin gehabt, ne? Ja. Zum Beispiel, wenn ich eine Freundin habe und ich sitze mit dir im Auto oder im Bus, ne? Dann mache ich so. Wie machst du? So. Ja, ich schwöre auf alles. Mal so eklig, ne? Du Schlange, du Anaconda, Alter. Beispielsweise an dem einen Tag. Mann, ihr habt jetzt genug geredet. Er war da, andere Freunde waren da. Soll ich? Nein, nicht. Bruder, du kleiner Hund, Alter, Walla. Kennst du diese Russen, die immer diese Klatsch machen, diese Klatschwettbewerb? Komm, lass machen, du gibst mir Klatsch, ich hau dir eine Wumme. Guck mal, wer hat dir keine Miete, hat dich zurückgeklatscht. Bruder, was hat deine Freundin? Friese. Aua, mein Ohr. Was? Was soll ich mit meinem... Soll ich dann filmen oder was? Du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Ex nochmal richtig zu blamieren. Du hast jetzt ein bisschen rausgehauen, aber hau mal richtig raus. Weil du hast ja gesagt, soll ich richtig raushauen. Mit Adresse, mit Personalausweis, mit IBAN. Mit IBAN sogar, von Bank. Hör auf jetzt zu lachen, mein Ohr, Digga. Und ich und eine Mädchen, ja, war... Die ist so anstrengend. Mädchen, ja, alles klar, eine Deutschkurs. Du darfst heute deine Ex-Freundin blamieren. Ah, oh, Mann. Schwer zu erinnern, weil sie war immer so nett zu mir. Ich hab so viel peinliche... Was hast du denn peinlich gemacht, du Schlange? Ja, hab ich ein Mädchen gekuxt. Und sie hat mich erwischt. Ja. Was für ein Hund. Also du bist deiner Freundin fremdgegangen? Ja, genau. Und das war die scheißeste Dings, was ich gemacht habe. Und okay, ja. Und wie hat sie reagiert? Oh, wow, sie hat natürlich geweint und für mich... Er hat sie einfach gekusst. ...verlasst, aber... Boah, warum hast du nicht so gemacht? Schatz, bleib hier. Nein, Mann. Kiosk sucht eine Freundin, deswegen an der Stelle, wenn du auf Schlangen stehst. Ich bin Single und sehr elastisch, ja. Sehr, sehr, sehr elastisch. Kann die Schlange da unten auch elastisch? Aber die erste Frage, was die von mich vorstellen, die Mädchen, ist das, oh, bist du auch elastisch im Debate, weißt du so? Ja, ich kann mich selbst blasen, aber das... Sorry. Ich dachte, dieses unwohle Gefühl mit diesem Drang zu kotzen, das ist wieder da. Er kann sich selber im Blasen. Alles gut, aber er gibt mir einen Nackentoucher. Mit dem MMA-Fight hier? Was? Ja. Junge. Dann war's das. Jetzt können wir das ganz kurz klären. Alle Jungs im Chat, wenn wir könnten, würdet ihr. Ich muss ganz kurz, ich brauch Bedenkzeit. Die Meinungen sind sehr unterschiedlich. Wichsen tun wir uns ja auch selber ein. Bei seinem eigenen Penis? Man kann sich das nicht vorstellen, weil es jetzt nicht normal ist, aber würde so ham gehen. Würdest du schlucken, Q? Du würdest richtig schlucken, glaube ich. Q wird schlucken, hat er gesagt. Ausprobieren? Ja. Ohne Scheiß, nur wenn Single, willst du nicht betrügen, ne? Ohne Scheiß, Digga, ist ganz schwierig. Ohne Mist, also kann man sagen, was man will, aber wenn es normal wäre, wenn es so wäre wie Wichsen, dann würde jeder machen, trust me. Bruder, stell dir vor, du hast den Schwanz im Maul, geil von wem, anders eklig. Kannst ja auch genauso sagen, ja, stell dir vor, du hast einen Schwanz in der Hand, wenn wir das jetzt nicht normal machen würden. Weiß nicht, Digga. Weiß nicht. Also wenn es normal wäre, glaube ich, würdest du es testen? Weiß ich nicht. Voll schwieriges Thema, Mann. Warum habt ihr mich überhaupt gefragt? Wer ist auf so eine dumme Idee gekommen, das in Frage zu stellen? Aber wie sich das anhören würde, ja, ich habe mir gerade noch hier auf einen geilen Porno eingeblasen. Okay. Ich glaube, 90% der Männer würden es machen. Haben wir einen Strawpoll? Lass uns eben einen Strawpoll machen. Das ist anonym. Es geht darum, würde man es mal machen oder würde man komplett sagen, nein, ich mache das auf gar keinen Fall. Wir werden das jetzt demokratisch auswerten und dann wissen wir, was wir hier eigentlich für einen Chat haben. Okay, ihr werdet nicht sehen, was ich abgestimmt habe. Oh, da habe ich wohl zu den wenigeren gehört. Also echt, ihr 65% Schweine, die das ausprobiert haben. Ihr seid echt pfui. Pfui. I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26. Shit.